Ja, zunächst mal muss ich ja auf diesen Unsinn eingehen, der jetzt, ich müsste ja eigentlich die dreifache Redezeit haben. Es geht ja dreimal gegen mich und dann kriege ich ein paar Sekunden von Ihnen zugeteilt. Also zunächst mal sich jetzt einige Menschen rauszupicken, wie Herr Fiedler das gemacht hat und gesagt, da wären Kriminelle in der AfD. Dann reden wir mal über Herrn Taus oder Herrn Edati. Reden wir mal über Ihren stellvertretenden Bürgermeister, der vor kurzem wegen Kinderpornografie entdeckt wurde. Reden Sie mal über korrupte Oberbürgermeister, die aus dem Amt gejagt wurden von der SPD. Also darüber können wir auch reden. Müssen wir nicht. Ja, aber er findet auch mit den kriminellen Aktivitäten. Also das hat mit der Sache überhaupt nichts zu tun. Nicht. Der Austritt aus der Europäischen Union ist für uns nicht, das letzte Mittel. Was stimmt nicht? Der Austritt aus der Europäischen Union? Was ich gesagt habe, dass da vorbestrafte Leute bei Ihnen in den Reihen sind. So was haben Sie erzählt. Ja, stimmt das nicht. Da gucken Sie mal Ihre Leute an. Da sind Kinderschänder drin, okay. Kinderpornografen, also, korrupte Oberbürgermeister. Um die sollten sich mal kümmern, nicht um unsere Problemfälle, die es möglicherweise auch gibt. Wahnsinn. So, was habe ich bei Frau Baerbock, was soll da frauenfeindlich sein? Eine grüne Frau, die... Sie haben über Frau Baerbocks Friseurrechnung gesprochen, über die Englischkenntnisse, all das. Es war ja nur meine Frage. Das sind doch Fakten. Frau Baerbock gibt im Monat 10.000 Euro Steuergeld für Frisuren aus. Das muss man den Leuten doch draußen mal erklären. Das sind 300 Euro am Tag. So viel haben manche Menschen draußen gar nicht im Monat zur Verfügung, was Frau Baerbock am Tag für ihre Frisur ausgibt. Das hat auch nichts mit Frauenfeindlichkeit zu tun. Das sind Fakten. Okay, dann. Herr Brandner, wenn Sie das hören, was Herr Jurelmaß sagt und auch andere in dieser Dokumentation, die wir gezeigt haben über die AfD-Aussteiger, da sagen eben viele, das ist nicht mehr die Partei, weil sie zu radikal geworden ist. Warum hat die Partei diesen Weg eingeschlagen? Ich kenne die Dokumentation jetzt nicht. Also ich habe es nicht gesehen. Wir haben gerade kurz darüber geredet. Aber diese These, dieses Märchen von der Radikalisierung gibt es ja schon lange. Da ist aber überhaupt nichts dran. Und ich sage mal, Sie sind ja 2015 ausgetreten. Das heißt, ja, da schon war schon angeblich so radikal, dass Sie es nicht mehr aushalten konnten. Ich habe dann gelesen, 2016 wollten Sie wieder eintreten. Da hat offenbar eine Deradikalisierung stattgefunden. Also so ganz klar über den Weg mit der AfD waren Sie sich offenbar nicht. Aber es macht nichts. Wir nehmen halt Themen auf, die ansonsten keine Partei aufnimmt. Das war 2013, 2014 war es im Rahmen der Eurokrise, die Euro-Rettung, die Frage, dass also hunderte Milliarden deutsche Steuergelder ins Ausland geflossen sind. 2015 kam eine ganz andere Thematik, die auch kein anderer angesprochen hat, die Massenzuwanderung. Und inzwischen ist die Thematik halt mehr die soziale Frage und wirtschaftliche Themen, die wir zurzeit bearbeiten. Das hat mit Radikalisierung überhaupt nichts zu tun. Also Sie sagen, Ihre Partei ist überhaupt nicht radikaler geworden, obwohl sie in einigen Ländern als gesichert rechtsextrem gilt. Ja, wer sagt das? Der Verfassungsschutz sagt das. Und der Verfassungsschutz ist dominiert von den Altparteien. Ist klar, dass die uns loswerden wollen. Herr Brandner, Sie akzeptieren den Verfassungsschutz nicht als eine demokratische Institution? Ja, überhaupt nicht. Was ist denn daran demokratisch und Verfassungsschutz? Das sind Ministerialbeamte, die abhängig sind von einem jeweiligen Parteipolitiker, der Innenminister ist. Der Verfassungsschutzpräsident von Thüringen wollte für die SPD in den Bundestag. Da sehen Sie mal, was den antreibt. Die wollen uns vernichten, die wollen uns platt machen. Das hat mit der eigentlichen Idee des Verfassungsschutzes, Deutschland, sag ich mal, zu verteidigen gegen aggressive Angriffe auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung, überhaupt nichts zu tun. Also Vernichtungsfantasien gibt es ja eher bei der AfD und man kann jetzt auch nicht sagen, dass bei jedem Landesamt für Verfassungsschutz alle 5 Jahre die Leute komplett ausgetauscht werden, oder? Also die Beamten bleiben ja. Also ich habe weder das eine noch das andere gesagt. Ja, aber wenn Sie sagen, es ist abhängig immer nur von dem, der in der Spitze steht, also da müsste man ja jeden Beamten dann da austauschen. Ich habe über die Präsidenten gesprochen und über diejenigen, die sie anführen. Das sind die jeweiligen Landesinnenminister. Sie haben über den Verfassungsschutz an sich gesprochen. Sie haben gesagt, dass Sie das als Institution, dass Sie das nicht so akzeptieren. So wie er aufgestellt ist, ist völlig indiskutabel. Ja, Herr Brandner, wenn Aussteiger die Radikalisierung beklagen, gibt es Punkte, wo Sie sagen, das ist eigentlich schade, dass wir die verloren hätten. Die hätte ich gern wieder, die AfD verlassen haben. Ja, ein Punkt ist nochmal gerade, dass Sie auch hier Lügengeschichten aufsetzen. Dieses Zitat geistert seit Jahren durch die Gazetten. Es ist einfach falsch und erlogen und erstunken und erlogen. Und das wird immer wieder aufgegriffen und so geht es ja mit vielen Sachen. Ja, eine schreibt vom anderen ab und dann wird irgendwie verfestigt sich mal irgendeine Lüge und das haftet dann so an. Gucken Sie sich meine Rede an, das war in Erfurt am Hauptbahnhof im Bundestagswahlkampf. Gucken Sie 2, 3 Sätze weiter, das Gegenteil sage ich. Im Gegenteil, genau das Gegenteil sage ich. Da sind Sie auch schon wieder reingefahren auf die Lügenmärchen. Zu Ihrer Frage, die Alternative für Deutschland ist die Partei, die in Deutschland das Grundgesetz lebt, und zwar jeden Tag. Wir haben in tiefsten Corona-Zeiten, als nahezu alle Grundrechte eingeschränkt waren von den Altparteien, sind wir mit den Leuten auf die Straße gegangen und haben gesagt, die Grundrechte müssen gelebt werden, gerade in Krisenzeiten. Wir waren die, die an der Seite der Menschen standen und gesagt haben, glaubt nicht das alles, was einseitig über Corona berichtet wird. Und Frau Müller, ist auch völlig falsch, dass ich gesagt habe, wir hätten über Migration würde keiner sprechen. 2015 war die Ansage, alle bereichern uns, es kommen Millionen Fachkräfte. Und wir waren die Ersten, die gesagt haben, Leute, guckt da mal genauer hin, guckt da mal kritischer hin. Und auch da haben wir Recht behalten. Wenn unsere Ansätze, wenn unsere Politikansätze rechtzeitig umgesetzt werden, dann würde ich wahrscheinlich gar nicht hier sitzen, weil die Alternative für Deutschland überflüssig wäre, weil in Deutschland eine vernünftige Politik gemacht worden wäre. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Sie verrennen sich immer weiter in demokratiefeindliche Ausgrenzung der Opposition.
typisch, das war ja der Vorspann, wo gehen denn bitte schon Regierungstruppen gegen die Opposition auf die Straße? Das ist doch keine gelebte Demokratie. Was meinen Sie genau? Was meinen Sie genau mit Regierungstruppen? Ich meine damit, dass durch eine Medienkampagne, durch eine Inszenierung dieses Potsdam-Treffens Lügen in die Welt gesetzt wurden, inzwischen ja offensichtliche Lügen. Korrektiv ist kilometerweit zurückgerudert. Nichts ist davon übergeblieben. Das Ganze wurde aufgegriffen vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, von der Regierung. Frau Faeser hat es jetzt genutzt, um so ein 13-Punkte-Programm zu schustern. Und dann wurden die Menschen aufgehetzt und auf die Straßen, medial auf die Straßen getrieben. Und da sind viele auch dabei, die es vielleicht ernst meinen. Die sind aber wirklich Pinocchio-Lügen aufgesessen. Und das meine ich damit. Das zeichnet eine Demokratie nicht aus, dass die Regierung dazu aufruft, gegen die Opposition zu demonstrieren. Es gibt auch das Demonstrationsrecht ist für das Gegenteil. Die AfD ist nicht die einzige Oppositionspartei. Es gibt auch die CDU und es gibt auch die Linke im Bundestag. Und das ist in der Tat das Problem. Da würde ich zustimmen. Das wäre noch mal meine Frage an Sie, Herr Brandner. Sie sagen in Ihrem Programm, die Lösung der AfD ist mehr Kinder statt Masseneinwanderung. So heißt es in Ihrem Programm. Und Sie möchten halt eben weniger Einwanderung und den Fachkräftemangel damit beseitigen. Wie wollen Sie das machen? Ja, zunächst mal muss ich ja auf diesen Unsinn eingehen, der jetzt, ich müsste ja eigentlich die dreifache Redezeit haben. Es geht ja dreimal gegen mich und dann kriege ich ein paar Sekunden von Ihnen zugeteilt. Also zunächst mal sich jetzt einige Menschen rauszupicken, wie Herr Fiedler das gemacht hat und gesagt, da wären Kriminelle in der AfD. Dann reden wir mal über Herrn Taus oder Herrn Edati. Reden wir mal über Ihren stellvertretenden Bürgermeister, der vor kurzem wegen Kinderpornografie entdeckt wurde. Reden Sie mal über korrupte Oberbürgermeister, die aus dem Amt gejagt wurden von der SPD. Also darüber können wir auch reden. Müssen wir nicht. Ja, aber er findet auch mit den kriminellen Aktivitäten. Also das hat mit der Sache überhaupt nichts zu tun. Der Austritt aus der Europäischen Union ist für uns das letzte Mittel. Was stimmt nicht? Der Austritt aus der Europäischen Union? Was ich gesagt habe, dass da vorbestrafte Leute bei Ihnen in den Reihen sind. Sowas haben Sie erzählt. Ja, stimmt das nicht? Gucken Sie mehrere Leute an. Da sind Kinderschänder drin, Kinderpornografen, korrupte Oberbürgermeister. Um die sollten sich mal kümmern, nicht um unsere Problemfälle, die es möglicherweise auch gibt. Austritt aus der Europäischen Union ist offenes Geheimnis, dass wir der Europäischen Union kritisch gegenüberstehen, natürlich. Aber wir sagen auch, dass eine bilaterale, multilaterale Zusammenarbeit überhaupt kein Thema ist. Im Übrigen ist das letzte Mittel für uns auszutreten. Wir wollen die Europäische Union reformieren und danach, und jetzt hören Sie genau zu, und danach wollen wir das Volk befragen, ob wir drinbleiben wollen oder nicht. Wenn die Europäische Union so gut ist, fragen wir doch das Volk einfach. Das ist nämlich unser Ansatz. Weniger Macht den Parteien, viel mehr basisdemokratische Elemente durch Volksabstimmungen und Volksentscheide. Schade, dass Sie mein Argument gar nicht verstanden haben. So, jetzt hatten Sie die Frage nach den mehr Kindern gestellt. Wir haben den Fachkräftemangel, die demografische Katastrophe haben wir selber verursacht in Deutschland, dadurch, dass jahrzehntelang falsche Politik im Familienbereich gemacht wurde. Wir versuchen jetzt, die demografische Katastrophe dadurch auszumerzen, so ein bisschen, dass wir aus dem Ausland Fachkräfte zu uns holen wollen. Was machen wir denn damit? Ich war gerade auf dem Balkan unterwegs, die Leute aus dem Kosovo, aus Nordmazedonien, aus Albanien, die hochqualifizierten Ärzte, die kommen nach Deutschland und wir schaffen sozusagen Fachkräftemangel in den Zweit- oder Drittweltländern, wenn man das noch sagen darf. Das ist also eine asoziale Zuwanderungspolitik, die wir betreiben, dass wir uns auf Kosten anderer Länder versuchen, wir unsere Versäumnisse der letzten Jahrzehnte auszubügeln. Und das geht mit uns nicht. Wir sagen, wir müssen uns, nicht gerade wie Münchhausen am eigenen Stopp, wir müssen uns selber darum kümmern, dass wir es demografisch in Deutschland wieder vernünftig hinbekommen. Wir haben ja jetzt einen Mangel von ungefähr 700.000 Fachkräften. Das war aber absehbar. Also wenn wir jetzt mehr Kinder bekämen, würde es ja doch einige Jahre dauern, bis dieser Fachkräftemangel behoben ist. Richtig. Wo gibt es denn Punkte, und wenn Sie Punkte, wo Sie sagen, das schaffen wir jetzt im Moment, weil Sie keine weitere Zuwanderung wollen? Ja, was heißt, von heute auf morgen können Sie so Sachen, die 10, 20 Jahre lang verbockt wurden, können Sie nicht regeln? Also das heißt, wir müssen damit leben, dass wir ein paar Jahre ohne genug Fachkräfte und ohne Arbeitskräfte über die Runden kommen. Vielleicht kann man auch Fachkräfte, Arbeitskräfte freisetzen, zum Beispiel, wenn weniger Zuwanderung stattfindet. Polizei, Mitarbeiter in welchen Behörden, die sich mit der Zuwanderung beschäftigen müssen, die könnten dann andere Aufgabenbereiche übernehmen. Können wir das so feststellen? Sie wollen Polizisten abbauen? Wir können gerne über die Zuwanderungskriminalität reden. Wenn wir die Zuwanderungskriminalität nicht hätten, dann hätten wir deutlich weniger Bedarf an Polizei. Das müsste eigentlich Ihnen als Innenpolitiker bekannt sein. Ja, da sieht man, dass Sie nur im Rechts- und nicht im Innenausschuss sitzen. Das ist wirklich ein blanker Unsinn. Das wird doch keine Abrede stellen, dass wir eine massive Kriminalitätseinwanderung haben. Wenn wir die nicht hätten, bräuchten wir weniger Polizei. Kriminalitätseinwanderung? Weniger Richter, wir haben natürlich weniger Gefängnisbeamte, weniger Justizvollzugsbeamte. Das ist ja wirklich... Okay. Also ich könnte wirklich umfänglich darauf antworten, was für ein Unfug das ist. Wir haben wirklich allein im Bereich der organisierten Kriminalität, und dieser Teil hat wirklich nur erstmal damit gar nichts zu tun, der Cyberkriminalität, so große Herausforderungen, dass die Dienststellen der Kriminalpolizei in den Ländern förmlich absaufen. So. Und das, was Herr Brandner jetzt sagt, ist eigentlich ein purer Unfug. Da weiß ich wahrscheinlich nicht, ob die Polizisten vor Lachen oder vor Weinen jetzt nicht in den Schlaf kommen. Ja, aber da machen wir vielleicht noch mal kurz fest, nur damit wir es richtig verstanden haben, Herr Brandner. Das heißt, Sie würden dafür plädieren,
Stellen bei der Polizei abzubauen. Oder habe ich das falsch verstanden? Ich habe gesagt, wenn wir uns um die Zuwanderungsproblematik kümmern und dafür sorgen, dass wir weniger Einwanderung haben, womit auch weniger Kriminalität einhergeht, könnten wir Kräfte freisetzen im Justiz- und im Polizeibereich, selbstverständlich. Ja. Okay, gucken Sie sich, also Sie kennen doch die Zahlen, Herr Fiedler. Gucken Sie sich doch die Zahl an. Die Hälfte, fast die Hälfte der verurteilten Vergewaltiger sind Ausländer. Wenn wir die gar nicht erst reinlassen würden, hätten wir viel weniger Probleme. Das Gruppenvergewaltigung, Messerstechereien, das gab es früher nicht. Ja, das sind wieder die selbstgewählten Statistiken, die AfD gerne... Gewaltdelikte, das ist alles ein überproportionaler Anteil. Wenn wir dafür sorgen würden, also dass die gar nicht erst reinkommen... Also Gewalt gegen Frauen wird sicherlich... Dass die gar nicht erst reinkommen, hätten wir genauso das Problem. Stark von deutschen Männern ausgeübt, die von ausländischen. Herr Brandt, es fällt auf im Bundestag, Sie haben diverse, Sie kriegen viele Ordnungsrufe und auch bei dem politischen Aschermittwoch jetzt, dass Sie sehr oft Frauen anderer Parteien verächtlich machen. Und einen Ton, ja, in einem Ton, der bemerkenswert ist. Warum machen Sie das? Also das sind jetzt zwei Paar Schuhe. Die Ordnungsrufe im Bundestag kann ich Ihnen erklären. Die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages sieht vor, dass jede Fraktion einen Vizepräsidenten des Deutschen Bundestags stellt. Uns wird seit 6 Jahren entgegen der Geschäftsordnung unter täglichem Bruch des selbstgesetzten Geschäftsordnungsrechts verweigert, einen eigenen Bundestagsvizepräsidenten ins Präsidium zu entsenden. Das heißt, es sitzen nur von den anderen Parteien. Ist es das Recht, eine Vizepräsidentin zu nominieren? Nein. Doch, auch die Grünen haben, es hat sehr lange gedauert, bis die Grünen eine Vizepräsidentin hatten. Gucken Sie in die Geschäftsordnung rein. Jede Fraktion hat Anspruch auf einen Vizepräsidenten. So steht es da nahezu wörtlich drin. Das erkläre ich ja gerade, wenn Sie mir nicht ins Wort gefallen wären. So, das heißt, Sie haben nur Vizepräsidenten und Präsidenten der anderen Parteien. Und die lassen natürlich die Wut ganz überwiegend an uns aus. Und nach dem Spruch, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus, agieren diese, weil die genau wissen, wenn der CDU-Vizepräsident dem Linken was gibt, dann wird der Linke sich mal irgendwann revanchieren. Daher kommt, dass wir natürlich von allen die Ordnungsrufe bekommen und die anderen unter sich da sehr mäßigend oder sehr gemäßigt miteinander umgehen. Kurze Frage, in Thüringen, wie war das denn in Thüringen? Das war es genauso. In Thüringen haben wir ja auch ungefähr 80% der Ordnungsrufe in Persona einkassiert. Und es gibt das genauso. Mit Ihnen also gar nichts zu tun. Das geht ja nicht nur um mich. Gucken sich die anderen, wir leiden alle darunter, dass unter 6 Jahre Bruch der Geschäftsordnung des Bundestages wir keinen Vizepräsidenten haben. Ich soll mich jetzt frauenfeindlich geäußert haben? Moment mal, Sie haben auch Frau Marquardt, die Bundestagsvizepräsidentin, als bemerkenswert dumme Vizepräsidentin bezeichnet. Sie hat daraufhin Strafanzeige erstattet. Ich frage mich einfach nur, warum dieser Ton so scharf ist von Ihnen immer. Also erstmal gibt es dumme Männer und dumme Frauen. Das hat jetzt mit Frau Marquardt, mit dem Geschlecht überhaupt nichts zu tun. Aber Sie haben sie ja so Sie hat eine dumme Äußerung vom Stapel gelassen. Haben Sie die da, worauf sich meine Äußerung bezieht? Haben sie als bemerkenswert dumme Vizepräsidentin. Das bezieht sich doch auf Ihre Äußerungen sinngemäß, dass wir die größte Gefahr für die Demokratie wären. Das hat Frau Marquardt auf Twitter rausgehauen. Und da habe ich gesagt, das ist eine bemerkenswert dumme Äußerung von dieser Frau. Und dazu stehe ich auch. Das hat aber mit Frauenfeindlichkeit nichts zu tun. Wenn der Fiedler das gesagt hätte, hätte ich das genauso gesagt. Sie haben sich über Frau Baerbock ausgelassen, über Frau Lang ausgelassen, vor allen Dingen immer über die sehr negativ über die Äußeren, über die Körperfülle von Frau Lang, über die blutleere Gestalten, haben Sie zum Beispiel am Aschermittwoch gesagt. Sie sind aber die Moderatorin. Die Moderatorin sitzt da. Das war eine Aschermittwochsrede und genauso. Ich habe geschildert, wie mir am Rednerpult das Publikum vorkommt, in das ich reingucke und da sitzen blutleere Polizombies, habe ich gesagt. Verhärmte, vertrocknete Gestalten. Das hat mit Frauenfeindlichkeit nichts zu tun. Sie haben dann nur Frauennamen gesagt. Das ist Zufall. Nein. Habe ich vielleicht Frauennamen? Vielleicht fiel mir da keine Männernamen ein. So, was habe ich bei Frau Baerbock? Was soll da frauenfeindlich sein? Eine grüne Frau, die. Sie haben über Frau Baerbocks Friseurrechnung gesprochen, über die Englischkenntnisse. Es war ja nur meine Frage. Das sind doch Fakten. Frau Baerbock gibt im Monat 10.000 Euro Steuergeld für Frisuren aus. Das muss man den Leuten doch draußen mal erklären. Das sind 300 Euro am Tag. So viel haben manche Menschen draußen gar nicht im Monat zur Verfügung, was Frau Baerbock am Tag für ihre Frisur ausgibt. Das hat auch nichts mit Frauenfeindlichkeit zu tun. Das sind Fakten. Okay, dann lassen wir das. Ist es Ihnen nicht wirklich ein bisschen peinlich, hier irgendwie die ganzen TikTok- und Twitter-Highlights irgendwie jetzt hier aufzuführen? Ich werde doch gefragt, dann antworte ich. Nee, danach wurden Sie jetzt nicht gefragt. Das haben Sie jetzt eingebracht mit den Frisuren. Das war also gucken Sie sich Sendung an. Ich wurde danach gefragt, ich habe geantwortet. Darf ich jetzt meinen Punkt auch machen? Weiß ich nicht. Sie sind generell gerne frauenfeindlich. Sie suchen sich immer wieder Frauen raus, beleidigen die doppelt und dreifach. Sie müssen immer wieder über die Figur von bestimmten Politikerinnen reden. Sie machen das seit Jahr und Tag. Das ist eigentlich nichts Besonderes. Besonders interessant fand ich allerdings, dass Sie beim Aschermittwoch dann auch noch den weißen Frauen irgendwie besonders Prost sagen mussten. Das können Sie vielleicht auch noch mal erklären.
Das kann ich Ihnen erklären. Das ist immer die Rede, wenn ich darf. Ja, natürlich. Das ist immer die Rede von den alten weißen Männern, die ja so immer so als das Schreckgespenst durch Deutschland getragen werden. Und dann wurden beim Aschermittwoch die alten weißen Männer gegrüßt von irgendeinem Redner. Und dann habe ich mich angeschlossen und habe gesagt, wir dürfen die Frauen nicht vergessen. Wir begrüßen auch die weißen Frauen. Wo ist da das Problem? Das war eine Reaktion oder die Fortsetzung einer Begrüßung von einem Vorredner. Ja, andere Fragen. Also ich, manchmal spinnen sich auch wieder was zusammen, Frau Müller. Kann das sein? Meine Frage war ja einfach, war ein geschlossenes Weltbild. Meine Frage ging in die Richtung, und deshalb gebe ich jetzt an Herrn Jorolmas. Sozusagen die Diskrepanz zwischen der objektiven Sicherheit und der Gefühlslage der Bevölkerung schildern. Und diesen Zusammenhang zwischen der Statistik und der Kriminalitätsfurcht hat es noch nie gegeben. Und da sprechen Sie einen richtigen Punkt an. Sie wollten dazu noch was sagen? Ja, Fake News. Fake News, die Messerstatistik habe ich im Thüringer Landtag 2016 schon beantragt, so eine Messerstatistik einzuführen. Das wurde jahrelang überhaupt von gar keinem angepackt. Irgendwann hat sich das Problembewusstsein dann sogar bei Ihnen durchgesetzt und dann wurde die Messerstatistik aufgenommen. Aber der Herr Fiedler hat gerade seine demokratische Maske fallen lassen. Haben Sie das gemerkt? Wenn es die sozialen Medien nicht gäbe, stünde die AfD irgendwo bei 2%. So weit würde ich jetzt nicht gehen, aber wir stünden wesentlich schlechter da. Das heißt, die sozialen Medien sind ihr Feind. Und genau deshalb versuchen Lisa Paus und Frau Faeser massiv da einzuladen. Lüge, Sie Herr glauben, die haben es gar nicht nötig, in die sozialen Medien zu gehen, weil sie den zwangsfinanzierten Staatsfunk hinter sich glauben, mit 10 Milliarden Euro im Jahr. Das ist genau der Grund, warum sie bisher darum nicht gekümmert hatten, weil sie ihre Klaküre im Staatsfunk haben und da ihre Nachrichten drüber bringen können. Wir haben keinen Staatsfunk, sondern wir haben ein öffentlich-rechtliches System, in dem auch Menschen wie Sie hier sich auch äußern können. Wie sehr richten Sie sich darauf ein, in Thüringen zu regieren und die CDU von sich zu überzeugen? Also erstmal komme ich mir jetzt nicht vor wie ein Wolf im Schafspelz. Also ich bin ein ganz normaler Mensch. Ich war 30 Jahre in der CDU und die CDU hat mich auch überlebt. Also ich habe meine Position eigentlich kaum verändert. In Thüringen ist es ja ähnlich wie in Sachsen. In Thüringen ist die AfD so stark wie die gesamte Ampel zusammen. In Sachsen ist die AfD doppelt so stark wie die gesamte Ampel in Berlin zusammen. Die FDP kaum noch messbar. Die SPD steht vom Rausflug aus dem Landtag. Trotzdem wird jetzt keiner mit Ihnen koalieren. Ja, völlig klar. Wir sehen, wer überbleibt. Also die FDP wird definitiv nicht überbleiben. Die SPD wird nur marginal, wenn überhaupt, eine Rolle spielen. Die mit den Grünen haben wir relativ wenig Berührungspunkte, sage ich mal. Ist nicht alles Quatsch, was die machen, aber zu 99,5%. Da bleibt eigentlich nach dem Ausschlussprinzip nur noch eine CDU über. Und die CDU übernimmt ja sukzessive unsere Position. Sie haben es ja gerade selbst beklagt, dass die CDU beispielsweise die Migrationspolitik also plötzlich völlig anders sieht. Gehen Sie davon aus, dass die CDU mit Ihnen dann... Davon gehe ich nicht aus, aber die CDU wird sich fragen lassen müssen, mit wem wollen Sie denn den Politikwechsel machen? Doch nicht mit denen, die es verzapft haben. Da bleiben eigentlich auch nur wir über. Aber man wird sehen, wer übergeblieben ist nach den Wahlen in den Parlamenten und diejenigen sollen alle gesprächsbereit sein. Ganz entspannt.